Mann, ihr Spielkinder seid mir ganz... Guten Tag. Tex Murphy sind noch hier in der Hütte und wollen uns hier nochmal weiter umschauen. Wir haben eigentlich schon eine ganze Menge gesehen, aber hier habe ich hier nochmal irgendwie so eine kleine Linse gesehen. From here, I get a great view of Chandler Avenue. Okay. The original Boulevard of Broken Dreams. Okay, so. Moment. So. Ihr wisst, es ist mit dem, From here, I get a great view of Chandler Avenue, the original Boulevard of Broken Dreams. Okay, das ist dann wohl nicht so wirklich viel gewesen. From here, I get a great view of Chandler okay. Avenue, the original Boulevard of Broken Gut. Dreams. Gut, dann, mein Spickender, dann gehen wir jetzt mal on weiter. Saturday nights, I push the furniture to the Alright. walls and cut loose on the dance floor. Hier ist nix. So, ganz kurz mal anders hinsetzen. So, dann kannst du schon mal denken. Okay, wir waren letztes Mal schon fast draußen, da habe ich die Hüte nochmal entdeckt und, wow. Okay, das ist die Treppe. So, it wasn't a horrible dream. There are gunshell casings and a shot-out window above the electronics shop. I know I'm involved, but how? I should investigate the area and then find out if anybody else heard the commotion. Okay, also da hat tatsächlich jemand auf uns geschossen. Ist das eine Hülse? Oh, Moment. No, das ist keine Hülse. Ah, oh, da ist der Rookie Spawn. Okay. Oh, what? Chelsea's newsstand is completely abandoned. I need to find out what happened to Chelsea. Okay, was haben wir hier? Lead pipes are always magically drawn to my skull like moths to the flame. Agent Smith? Was war das denn? Oh, Tex. Wie hat der Typ sich verwandelt? Was war das? That's an empty vial. Ist das hier noch irgendwas? Okay. Alright. Sieht aber schon cool aus, muss man sagen. Sieht schon wirklich, wirklich cool aus. Okay. Da steht unsere Karre. Ich hoffe mal, dass das unsere ist. So, jetzt hat er irgendwas von Patronenhülsen gesagt. Okay. Was das? This photo was taken from the top floor of the electronics shop. Who's over there spying on me? Okay, das spioniert uns einer aus. Müssen wir uns mal ganz kurz anschauen. Oh ja. Whoa. It's a picture of me at my office. Someone's been spying on me from the top floor of the electronics shop. Vom Electronic Shop, von dem... Sind das die Hülsen? Where is he? He's up at the window. I think we got him. Someone was shooting from the top of the electronic shop. Ist das der... Ja, der Porn Shop. Ist Porn Electronic? Auf jeden Fall... Okay. Ist das ein Eisbecher? Was ist das denn? Injected himself. I don't care. Drag him into the speeder. I think someone was getting abducted. Abducted? Entführt? No one knows these back alleys of Chandler quite like me. Okay. So, was haben wir hier? Oh. It's the Wardenclyffe Tower. A Nikola Tesla invention. I have the strangest feeling this is related to a case I was working on. Okay. Ah ja, das ist der Pilz. Das war ja in seinem Laboratorium, hatte Tesla diesen großen Turm gebaut, mit dem er versucht hat, irgendwie dann tatsächlich drahtlos Strom zu übertragen. Man weiß letztendlich nicht, wie weit er damit wirklich gekommen ist, denn es gibt da diverse Verschwörungstheorien, die sagen, er ist viel weiter gekommen, als die Mächtigen dieser Welt uns das tatsächlich glauben machen wollen. Und es hat ja auch Versuche gegeben, ihn zu töten, beziehungsweise sein Laboratorium ist dann total verwüstet und abgefackelt worden und das sind alles ganz seltsame. Wollen wir jetzt nicht mehr darauf eingehen? Wir wissen, der Mann war absolut... No one knows these back alleys of Chandler quite like me. Okay, das...
Okay. He's injected himself. Okay. I don't care. Drag him into the speeder. I think someone was getting abducted. Abducted? Was das denn? Motor oil, the secret ingredient to Louis' Armageddon blend. Louis usually up at this time. I should ask him if he heard anything. Okay, Louis. Louis. Ah, hier steht eine Matratze. It looks like the dumpster escaped unscathed. Okay, hier ein schönes Graffiti. Nice graffiti art. Nice graffiti, ja, in der Tat. Das ist, It's an electronic shop now, but it once was a boarding house for some of San Francisco's most notorious smugglers and petty criminals. Ach, von da hat er geschossen dann wahrscheinlich. It's an electronic shop okay, now, but it once ist das der Electronic Shop? Aber ich will nochmal ganz kurz weiter nach hinten gehen, Freunde. Hier kann man rennen, Moment. Gucken wir uns natürlich ganz genau überall um. Jetzt bleiben wir aber erstmal hier. Oh, was ist das noch, ein Comic? Another Mike and Ike Hammer. Oh, Mike and Ike Hammer. Candy Cane Confidential. Cool. Und was ist das? Ah, wir gehen sukzessive vor, Freunde. Ich will das ganz in aller Ruhe. Will ich halt entsprechend da... Hier kann ich ein bisschen schneller gehen, okay. Was ist das? Nice graffiti art. Oh, das ist das Graffiti. Sounds like there's something scary in the sewers. Something scary. Oh, what is that? Now mein kleiner Roboter Freund. Whoa. Sad to say, many robots and cyborgs end up down here. They get hooked on old Chihuahua motor oil, and they stumble down here looking for a fix until their lights fade out. Roboter mit Drogenprobleme, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ach ja, stimmt, hier ist der Electronics Shop, okay. Wir gehen mal sukzessive vor. Komme ich da irgendwie rein? Oh, hey, what's up, guy? It's closed. It's closed. Und hier muss das irgendwo, ne, von uns... It's an electronics shop now, but it once was a boarding house for some of San Francisco's most notorious smugglers and petty criminals. Na gut. Wir lassen das mal so durchgehen. Alright, was ist das? Rook's Porn. Close, alles closed hier. Aber schöne Musik, aber was ist das? Sind das zwei Raben, die Schach spielen? Okay. Oh, das ist eine schöne Laterne. Pornshop. Oh. Was war das? Kam das daher? Das klingt in der Tat nicht sehr nett. These dumpsters have housed various individuals over the years. It's always nice to know I'll have a place to go if I can't make rent. Alright. Aber schaut mal, Freunde. Das sieht doch wirklich wunderschön aus. Na, das ist ein schöner Balkon. Alright. Das ist Ritz Hotel, da wohnen wir. Okay. Pass mal auf, was genau ist. Oh, what is that? Chelsea's newsstand is completely Ach, das ist der Newsstand. Okay. We need to find out what happened to Chelsea. Alright. Alright. Also Chelsea muss wohl dieser Zeitung Chelsea's newsstand is completely Stand gehört haben und man ist so. Find out what happened to Chelsea. Oh. Alright. What is that? Three cards of midnight. It's a three cards of midnight shop. Shop? Okay. What was that? Archie helped me out on my Pandora Directive case, where we met a charming fellow named Jackson Cross. Okay. Ja, dann... I'm gonna do you the favor of a lifetime. I'm gonna let you walk. But if I catch you meddling in NSA affairs one more time, I'm gonna put a bullet right in your eyeball, is that clear? In den oder in den? Get this pukehead out of my office. Pukehead, not pukehead, spukehead. Merke es dir. Watching you, ja, spukehead. I'm watching you, spukehead. 45. Da kannst du noch so finster gucken, das interessiert. In the Andes Mountains. Echt gar nicht. Okay, pukehead, das ist schrecklich. Three cards at midnight isn't open right now. I'll have to try back later. I'll try back later. So, right, as soon as that here. Oh, and Joker. Rusty's always gave me the creeps. Okay. Knight Templar. Lord Protectors of the Avenue Clubhouse. Looks like Rusty's fun mass building has been converted into a Knights of the Templar clubhouse. Cool, alles closed here. Closed. Most businesses on Rusty the Clown was one of our more infamous Chandler Avenue residents. He ended up in a vat of chemicals strong enough to melt titanium. Mm-hmm. Rusty's always gave me the creeps. Okay, was haben wir hier? Da brennt eine Tonne. Wer verbrennt denn hier Tonnen? Da sagt er gar nichts zu. Ah. Ah. Oh, ist das ein neues Comic?
Mike and Ike Hammer. Okay. Murder, my sweet. Ist das schon der dritte oder vierte, den wir gefunden haben? Was ist das hier? Da liegt noch was. Da sehe ich noch was liegen. Nee, wohl doch nicht. Closed. Yeah, this building's been a lemon for anyone who's tried to open a business here. Was ist ein Flamingo? Okay. Alright. Okay. Wo komme ich denn hier raus? Alright. Oh. Okay. Wir gehen weiter auf der Leiter. Woo, yeah. Okay. Da wollte ich hin. Genau, da war's. Das war auch closed, ne? Ach, das ist der Flamingo wahrscheinlich, wo wir eben waren. Fuchs hier, Flamingo. Closed. Yeah, this building's been a lemon for anyone who's tried to open a business here. Okay, what is that? Oh, it's my favorite podcast. Full of pod people. Okay, wer bist du? Closed. Yeah, this building's been a lemon for anyone who's tried to open a business here. Okay, Ritz House. Ah, die Musik ist auch wunderschön. Okay. Hey, this street's slanted. I never noticed that before. Wie, Text, das ist dir nicht aufgefallen, dass die Straße so schräg abgeht? Da muss ich mal Wasser drauf trinken, das geht ja gar nicht. Ey, bitte das zu entschuldigen, ich habe hier 28,6 Grad in der Wohnung, das ist schon mal... Da kann man schon mal ein Schlückchen trinken, so was hey, haben wir... This street's slanted. Ja, das hatten wir schon, I never noticed that before. Alright, komm mal da irgendwo rein. It's closed. Most businesses on Chandler Was ist das für ein Drecksteil hier? Yeah, the Golden Gate Hotel was so famous, they named a bridge after it. Alles geschlossen. Hier gibt's nicht mal ein... Well... Komm ich da vielleicht rein? Oh, what is that? Liegt da was? No. No. Alright. Okay. Snow White Warehouse. Das schneeweiße Warenhaus. Komm ich da noch irgendwo rein? Alright. Oh, what is that? This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Okay, also Bleifarbe, ne? Dann ist es eigentlich egal, was sich zerstört, die Bleifarbe oder der atomare Scheiß. This became a highly sought-after neighborhood oh ja, komm ich hier irgendwie rein? No. Also wir sind wohl tatsächlich nach dem Dritten Weltkrieg. Komme ich hier irgendwie rein? Oh. What is that? Ich will da rein, wieso komme ich da nicht rein? This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Ich komm da wohl nicht rein. I'm pretty sure every one of your cases involves the Snow White Warehouse somehow. Okay. Komm hier rein. Oh, what is that? Hey, that's my ex-wife's boyfriend. Das sieht aus, als wenn das die Entwickler wären, die sich hier irgendwie verewigt haben. Da nochmal? If William H. Macy were more handsome, he'd look like this. Komm mal hier hoch. Was haben wir hier? Okay, nochmal. Most likely to take over the world. Ah, scheint tatsächlich die Entwickler die... CSI, New San Francisco, starring this guy. Alright. Können wir schön rausgucken, dass das wäre? That's the Snow White Warehouse. Ja, okay. Aber wir wollen ja auch die Entwickler. This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Groovy. Groovy, in der Tat, groovy. Most likely to be a U.S. Senator. Senator, okay. Da geht's noch höher. You know, I was just thinking that people don't wear enough orange. Okay. Oh, wow. Oh, what is that? It's a Mike and I camera candy cool. comic. Die will ich sammeln, Freunde. Ich will ganz viele davon kriegen. Aber hier können wir mal runterschauen, beziehungsweise... Ach. Wow. Ich weiß ja nicht, wann der Dritte Weltkrieg war, aber... Die haben schnell wieder aufgebaut. Oder ist es nicht so viel zerstört worden? Weil wir sind in den USA, ne? Da ist es... Komme ich hier irgendwo hin? Oh no. Springen kann ich auch nicht. Ich kann nicht so wirklich viel machen. Ich kann immer nur gehen und rennen und... Okay. Wow. Auf das uns schawindelig wird, wenn wir hier so die... Trippen in Höchstgeschwindigkeit hoch, runter und hoch und was weiß ich nicht alles geht. So. Alright. Okay. Oh, da steht eine Karre. Wow. What is that? Yeah, the city of old San Francisco picks up the trash once a year. I think we're getting close to our date. Okay.
Sounds like there's something scary in the sewers. Yeah. This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Das ist eine Wand, Freunde. Schaut mal. Wir kommen nicht durch die Wand. Ah. Oh. Boah, ich mich jetzt verjagt. Alter Falter. Nothing but destroyed homes and buildings for blocks in all directions. But each year, something menacing grows up through the decay. Alright. Alright. Okay, what is that? This is a snow lagerhaus. Snow White. That's the Snow White warehouse. Alright, this is cool Snow White warehouse. It's locked and I need to find a way to open it. Okay, we can... Yeah, needs a key. Needs a key. What's up over here? Oh. Okay. Oh, da kommen wir. Whoa! What do we got here? It's like instructions to get into the Snow White warehouse. Okay, gucken wir uns das direkt mal an. Welche war das, die? Hey Joe, where you gone with that gun in your hand? We changed the Snow White warehouse lockbox code, code 4268. Destroy this after reading. What do we got here? Oh, it's like instructions to get into the Snow White warehouse. I guess. All right. Oh, was ist das für ein Unschön Ding? Komm mal, ich guck hier. Yeah, that's the Snow White warehouse. Oh yeah, is it ein paar Boxes. Okay. All right. What do we got here? Lama club la 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 la. It's like a swipe card reader. A swipe card reader. Mi hombre es Tex. Mi hombre es Tex. Ah. Ha ha. Larry Lama. I loved that guy when I was a kid. Wow. I don't know Larry Lama. Insofern weiß ich nicht, ob ich das geliebt habe als Kind, weil ich es nicht kenne und tue. Oh. Können wir da irgendwas kaputt machen? Nein. This became a highly sought after neighborhood post-World War III when it was... These dumpsters have housed various individuals over the years. Oh, da hat sich einer eine Bude gebaut. Schau mal. Have a place to go if I can't make rent. Right. What do we got here? Oh. Good evening, ladies and gentlemen. I'm your entertainer tonight, Mr. Franco Spinoza. Spinoza. I'm going to be playing some songs that I know you'll love. Listen to this one. Hard and cold, it's what it does to me. Hard and cold, the shower sprays on me. La la, hey, la la la, to hell with it. Schade, das ist kein Wodka, das kriege ich jetzt gebrauchen, meine lieben Freunde. Hard and soul. Na, das wollen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. Das einmal reicht. Tex, bleib bei deinen Leisten und be a good private investigator. Alright, well, what do we do here? Yeah, the Golden Gate Hotel was so famous, they named a bridge after it. Alright. Ah, oh, that's cool. That's very cool. Wir rennen. Oh, cool. Wir rennen. These dumpsters have housed various individuals over the years. Okay. It's always nice to know I'll have a place to go if I can't make rent. Okay, that sounds... it's me equal. Ah, die Musik ist schön, muss ich sagen. Hat eine Menge Stimmung und Flair und... Oh, what is that? Oh, ist das der Tower? Every few years, someone gets the bright idea that this place should be preserved. Repairs are done for a few months, then the workers disappear when City Hall realizes what type of people really inhabit this place. Alright. Und da haben wir ein altes Auto. Das sieht doch noch besser aus als der andere. This old Buick's been picked clean by the urban vultures. Alright. Okay, what is that? Yeah, the city of old San Francisco picks up the trash once a year. I think we're getting close to our date. Oh, meine lieben Freunde, ist das der Turm? Sollen wir mal auf den Turm klettern? Alright, das wird gespeichert. Oh. Alright. Ja. Yeah. Cool. Oh, very high. Okay, wir klettern mal. Oh, kommen wir da irgendwo rein? No. Okay. Okay, dann gehen wir weiter hoch. What is that? Ah, da steht der Auto, okay? Alright. Wir gehen mal weiter hoch. Alright. Steht immer noch der Auto. Ich glaube, den wird auch nicht abgeholt. What is that?
This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Lead paint. All right. Oh. What do we got here? Oh. What is that? My nose has started sagging lately. Makes it hard to breathe. Now, what kind of info are you looking for, huh? Was that the Elephant Man? Oh, der leuchtet noch so schön. Das leuchtet so schön. Oh. Oh. Das sieht nach einer tiefen Grube aus, meine Freunde. Eine tiefe Grube. Well, what do we got here? Whoa. Whoa. It's fucking high. What is that? Oh, es leuchtet so schön. Kann ich gar nicht angucken. Es ist so schön am Leuchten, ich kann es nicht angucken. Ach, das ist aber traurig. Oh, das ist ein Elevator. Können wir denn hier hochfahren, Freunde? Whoa. Oh. Right. Oh. Oh. Okay. So, wie hoch ist denn das noch? Ich bin doch bekanntlicherweise nicht schwindelfrei. Schawindel, Schawindel, Schawindel. Oh, that's fucking high. Guys. Ich glaube, wenn ich da runterplumpe, bin ich tot. Aber ich will das mal ganz kurz probieren, ob sowas geht. Pass mal, wir speichern das mal. Speichern. LP. Wir machen LP 2. Weil es der zweite Folge. LP 2. Speichern. Und jetzt mal gucken, ob er da runterfällt. Spiel fortsetzen. Erstmal gucken wir uns ein bisschen um. Dann gucken wir mal. Hallo? Achso, Moment. Alright. Was ist das? Whoa. I wasn't always nervous about heights until my Under a Killing Moon case. Ja, ich auch. Hm. I was trying to break into a luxury high-rise and slipped from the 32nd floor. Looks like no one's home. This is gonna be easier than falling off a horse. This window doesn't want to open up. Maybe if I... Whoa, whoa! Fortunately, I hit an awning before I hit the ground, but I didn't stop bouncing for about 30 minutes. Oh, ihr seid ganz schön krank im Schädel, Freunde. So. Alright. Wo leuchtet's denn am schönsten? Hier. Hier stellen wir uns mal hin. Ha. So. Meine Freunde, dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank für die Zuschauung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an der Sache. Ich finde die Atmosphäre wirklich toll. Und auch das überhaupt sowieso. Ich weiß nicht, ob ich hier runterspringen kann. Das werden wir in der nächsten Folge sehen, erfahren, erleben, wie auch immer. Und verbleibe jetzt erstmal wie gehabt. In diesem Sinne, ab in die Rinne von Haltet dich wacker. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Spielkind 45. Nicht schwindelfrei.